Die Karten sind im amerikanischen Wahlkampfjahr neu gemischt und jetzt gibt es eine aufsehenerregende Umfrage, die Donald Trump, dem bisherigen Favoriten für die Novemberwahlen, in Rage bringen könnte und nervös machen könnte. Denn laut einer ersten Umfrage, die nach der Aufgabe von Joe Biden, dem Präsidenten als Demokratenkandidat, und die Ablöse durch Kamala Harris hergestellt wurde, zeigt, dass Harris, die neue Spitzenkandidatin der Demokraten, in Führung liegt vor Donald Trump. Eine kleine Sensation eigentlich. Die Umfrage wurde hergestellt von Reuters und Ipsos und hier liegt Harris mit 2 Prozentpunkten vorne. Allerdings, es ist derzeit ein Ausreißer in den Umfragen, denn alle anderen Erhebungen bisher zeigen eine knappe Führung von Donald Trump. Kamala Harris jedenfalls genießt den Aufschwung. Sie hat enorme Euphorie ausgelöst bei ihrer eigenen Partei. Innerhalb von einigen Tagen fast 120 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Auch das zeigt, wie euphorisch die Demokratenpartei plötzlich ist. Und sie lieferte ihren ersten Wahlkampfauftritt als Spitzenkandidatin mit heftigen Attacken gegen Donald Trump. Sie spielt natürlich an auf die frühere Verurteilung hier in New York. Sie sagte, sie selbst wäre einmal Staatsanwältin gewesen und sie kenne Verbrechertypen aller Arten sehr gut. Deshalb wäre sie gut prädestiniert, gegen Donald Trump anzutreten. Für Harris ist es eine wirklich erstaunliche Erfolgsserie in den letzten Tagen, denn die Partei hat sich weit schneller hinter sie eingereiht, als alle erwartet haben. Es war wirklich fast ein Home Run für die Vizepräsidentin, die derzeitige. Es wird nun erwartet, dass sie am Parteitag oder bereits früher offiziell zur Kandidatin der Demokraten gemacht wird und damit Joe Biden ablöst.